Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Tutorial Bau dir deinen Rechner selber. Für alle, die jetzt so ein bisschen Quereinsteiger sind, vielleicht durch Zufall irgendwo bei YouTube reingeklickt haben in diese Folge, hier in diesem Tutorial geht es darum, quasi auf dem Küchentisch mit einer Handvoll Chips einen Homecomputer-ähnlichen Rechner zusammenzulöten. Ja, sowas wie so ein moderner C64. Ausgehend von einer ganz einfachen Platine, ein paar Chips, geht es dann los. Und ja, das Ganze ist dann auch so ein bisschen Crashkurs für Mikrocontroller, weil das Gerät basiert auf drei Mikrocontrollern der Firma Parallax. Also wenn man das bestückt hat, kann man auch mit diesen Chips dann umgehen und kann tausend andere Sachen machen. Ja? In der Vergangenheit, in den letzten Folgen, haben wir halt die einzelnen Baugruppen hier in Betrieb genommen, also Soundkarte, Grafikkarte, das SD-Karte-Interface, unseren Speicher in Betrieb genommen, Tastatur und Maus angeschlossen, VGA-Monitor angeschlossen, Videomonitor angeschlossen. Ne? Und in dieser Folge geht es vorrangig um das Netzwerk. Ja, das Netzwerkinterface. Wir werden dieses Device, Netzwerkdevice, den Netzwerkchip jetzt bestücken, in die Gänge bringen, testen, schauen, wie wird das unter Trios installiert und konfiguriert und was gibt es da für Programme, wie können wir das nutzen. Ja, und da das Netzwerkdevice das letzte Gerät ist, was hier noch fehlt, oder der letzte Anschluss, der hier noch fehlt, an unserem Hive-Computer, haben wir dann nach dieser Folge quasi auch das Gerät dann vollständig bestückt. Ja, und sind dann im Prinzip fertig. Ja. Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen und natürlich noch viel mehr Spaß und Freude beim Nachbauen. Also dann, los geht's. So, schauen wir uns den Schaltplan an. Wir sind jetzt angekommen auf Schaltplanblatt Nummer 3. Ja. Zentrales Element ist natürlich unser Netzwerkcontroller selbst. Das ist ein relativ komplexer Chip, der ENC 2860. Ja. Also wenn wir uns den mal anschauen, ich habe hier die Unterlagen sind mit in dem Hardware-Paket enthalten. Ja, also das Paket, wo auch diese Schaltpläne und sowas drin sind. Ja, wenn wir uns dort anschauen, das Blockschaltbild von dem Chip, da sehen wir, das ist doch ein relativ komplexer Chip. Ja, SPI-Interface, dann haben wir einen 8 GB großen Dual-Port-RAM drin. Haben wir aber nicht allzu viel damit zu tun, weil wir schon Bibliotheken haben, die dann damit arbeiten. Ne? Wenn wir jetzt auch gar nicht weiter gucken. Wer möchte, kann es natürlich durchschauen. PDF liegt dort mit bei, sind allerdings dann auch über 100 Seiten. Ja. Jo, ist das bestimmte Bauteil, macht sehr viel, ist recht komplex und macht sehr viel selbst als Netzwerkcontroller. Sind 10 Mbit Netzwerkcontroller mit SPI-Anschluss für einen Prozessor oder Mikrocontroller. Ja, hier vorne haben wir die SPI-Anschlüsse, mit welchen wir diesen Chip dann steuern können. Ja, Datenausgang, Dateneingang, Clock und ein Chip-Select und damit können wir arbeiten. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir dann unsere physische Anbindung an das Netzwerkkabel. Ja. Also viel mehr ist hier nicht drauf. Ein paar Arbeitswiderstandskombinationen, dann unsere Takterzeugung, das ist eigentlich im Wesentlichen nur ein Quarz. Und dann noch die zwei LEDs, welche anzeigen, ob das Netzwerk connected ist und ob ein Datentransfer stattfindet. So, was haben wir an Sorgen? Ich glaube, auf das kleine Zeug brauchen wir eigentlich nicht eingehen. Das eine interessante wäre die Buchse, die Netzwerkbuchse. All die derweil, diese Buchse natürlich, die hat es in sich. Die hat es in sich. Erstmal sind die beiden LEDs hier gleich mit integriert. Ja, die sind hier unten an diesen Pins dann rausgeführt. Ja. Nicht wundern, dass hier auch N-Pin abgeschnippelt ist oder gar nicht ausgeführt ist. Das ist, möchte ich sagen, Pin 7. Der ist einfach nicht belegt. Ja, also keinen Schreck kriegen, wenn man so ein Ding auspackt. Ihr müsst unheimlich aufpassen, weil diese Buchsen in derselben mechanischen Baumform,
gibt es natürlich auch erstmal ohne LEDs, das wäre nicht so schlimm, dann blinkert da nichts rum, passiert eigentlich nichts weiter, aber die gibt es auch ohne das, was hier drin ist, nämlich die Übertrager. Wenn man sich diese Buchse anschaut, ich habe hier mal das Datenblatt ausgedruckt, und das Datenblatt findet man auch wiederum in den, bei den Unterlagen, ja, sieht man, dass diese Buchse, das wäre der Anschluss zur Platine hin, ja, haben wir entsprechende Übertrager und Widerstandskombinationen noch drin, ja. Und es gibt diese Buchse eben, wie gesagt, ohne diese Übertragung, dann geht einfach nur nichts. Und es ist wahrscheinlich, wenn man es dann eingelötet hat, doch eine ziemliche Sauerei, das wieder rauszukriegen, um dann eine andere Buchse zu bestücken. Ja. Kostet auch ein paar Euro. Also passt genau auf. Es gibt diese Buchse, also wie gesagt, ohne Übertrager auch. Aber auch, wie wir festgestellt haben, mit einer anderen, zwar mit Übertrager, aber mit einer anderen Belegung. Ja. Also am besten, Werner bekommt genau die Buchse nehmen, die wir hier in einer Stückliste ausgeschrieben haben. Oder wenn er eine andere Buchse irgendwo findet, dann schauen, sind diese Übertrager drin und ist die Belegung gleich. Ja, kann durchaus sein, ich bin da nicht so müde, dass es da auch noch entsprechende alternative Bauteile gibt. Ja. Jo, das zur Buchse. Was haben wir noch Schönes? Wir werden, ach so, entscheidend noch auch aufpassen beim Quarz. Ja, ich habe hier so einen kleinen Kumpel, der ist auch gebraucht. Den habe ich also aus irgendeinem anderen Gerät ausgelötet. Ja, wichtig, es ist natürlich muss die Frequenz stimmen, das ist ganz klar, 25 MHz. Ansonsten läuft da auch nichts. Wichtig aber, es muss ein Grundtonquarz sein. Das ist mir einmal passiert, ich habe dann aus Versehen einen Obertonquarz bestellt. Und dann schwingt er einfach auf seiner Grundfrequenz. Und das waren dann nicht 25 MHz, sondern, weiß es nicht mehr genau, 5 oder 10 MHz. Ich habe es dann erst auf dem Ostsee gesehen, weil man kann, wenn man den Chip in Betrieb hat, kann man hier ein Clockout, kann man mit dem Oszilloskop oder mit dem Frequenzzähler kann man dann messen, die Frequenz, und die war einfach auf dem Bruchteil der beabsichtigten Frequenz. Es waren halt keine 25 MHz, und dann habe ich gesehen, ach Mensch, ist ein Obertonquarz. Ja. Also da kann man sich ein bisschen selbst eine Falle stellen. Ja. So, werde ich jetzt hier bei dem auch noch einen Kühlkörper anbringen. Es ist so, dass dieser Netzwerkchip und das Netzwerkinterface eine ganze Menge Strom verbraucht. Ja. Und dann werden die Kühlkörper etwas warm. Ob es jetzt schon gefährlich ist, kann ich gar nicht sagen. Wahrscheinlich geht es auch ohne. Ich habe es dann in der Probierphase am Anfang auch ohne betrieben. Aber ich baue jetzt hier einfach einen Kühlkörper an. Ich habe jetzt ja einfach irgendwas genommen, was ich in der Bastelkiste hatte. Das ist einfach ein alter Kühlkörper und zwei Schrauben. Zufälligerweise, das war so ein Kühlkörper, den man in eine Platine eingelötet hat. Die Lötpins habe ich ja einfach abgeschliffen. Und die Bohrungen haben zufälligerweise alles schon gepasst, und dann hat man hier ein bisschen etwas höheres Wärmevolumen, zwei Schräubchen dazu, und dann ist das thermisch auch auf der sicheren Seite. Ne? Und zum Schluss werden wir dann passend auch noch unser Expansionsport bestücken. Ja, das sind hier zwei so eine Buchsenleisten, ja, die kommen dann auf der Platine hier im hinteren Bereich, werden bestückt. Dann ist die Bestückung komplett. Ja, und wir haben den Hive eigentlich von der Platine her fertig. Jo, was gibt es noch zu sagen? Ich denke mal, ach so, die was immer noch so ein Thema war im Forum, die Drossel. Ich habe jetzt hier eine Mikro-Henry-Drossel. Ja. Ich habe hin und her gelesen, die einen verwenden einen Mikro-Henry, die anderen verwenden irgendeinen anderen Wert. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich gar nicht ganz so kritisch. In der Schaltung findet man diese Drossel hier an diesem Punkt. Ja, also irgendwie an Arbeitspunkt von dieser Kombination, wo es dann auch rausgeht. Wahrscheinlich zur Betriebsspannung. Ja, diese Drossel blockt dann störende Frequenzen, die auf der Betriebsspannung raus. Ja.
Die Funker und HF-Freaks werden es uns danken, wenn wir eine Drossel einbauen, ja, damit diese relativ hochfrequenten Anteile sich nicht auf längeren Leitungen dann irgendwo, was weiß ich, ungeschirmt wiederfinden. Es funktioniert prinzipiell auch ohne. Also wer die jetzt nicht zur Verfügung hat, kann hier einfach eine Drahtbrücke einlöten, so dass es später wieder entfernen kann, um die Drossel einzulöten. Es funktioniert aber ohne. Ja, ich habe natürlich eine Drossel hier. So, liebe Freunde, und weiter geht's. Bringen wir es heute zum Abschluss. Und dann stehen halt, gibt es wieder ein schönes Lötabenteuer und dann gibt's, dann stehen nur noch die mechanischen Arbeiten an Gehäuse. Ja, und vielleicht dann noch eine Erweiterungskarte und ja, sehr viel Software-Experimente. Das macht ja eigentlich auch sehr viel Spaß am HF. Das hat sich jetzt alles sehr hingestreckt, rein zeitlich. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon erwähnt gehabt. Man kann, wenn man geübter Löter ist, lötet man das in ein, zwei Armen zusammen, das Gerät. Ja. Wenn man sich Zeit lässt mit den ganzen Experimenten, kann man auch mal ein, zwei Wochen dann zubringen. Ja. Aber man kann auch Dinge einfach überspringen. Ja, wenn einen das nicht so interessiert, dann überspringt man das einfach. Oh, wo ist jetzt? Geht das nicht auf hier? So. Blödsinn, Blödsinn. Ich habe jetzt für den Schaltkreis keinen Sockel. Das heißt, wir werden uns diesen Sockel wieder. Wo ist denn der Anfang? Mein Gott. Wir werden uns diesen Sockel wieder aus einer Präzisionsfassungsleiste selbst zusammenbauen. Ja, hier so eine Leiste und dann basteln wir uns das zusammen. Ich wollte jetzt nicht wegen einem Sockel dann wieder irgendeine Bestellung aufgeben. Und wie gesagt, diese Fassung gehören in jeden Haushalt. Und dann hat man auch keine Probleme mit irgendwelchen IC-Sockeln. So, womit fangen wir an? Vielleicht wirklich einfach mit dem Sockel. Was soll's? Genau das machen wir. Schaltkreis. Es gibt zu dieser Thematik Netzwerk ein paar sehr schöne Texte, die werde ich dann auch verlinken im Infofeld. Es gibt da noch, es gibt so viele Projekte, aber eins ist sehr interessant von dem Ulrich Radig, der Fifi Webserver. Ja, das ist also auch ein kleiner Webserver, ist ein anderer Mikrocontroller dort in Gebrauch, wahrscheinlich in Atmel, vermute ich. Und aber der ENC-Netzwerkchip. Ja. Da gibt es eine sehr schöne Anbauanleitung. Allerdings wird er dort in der SMD-Variante verwendet. Wir verwenden ja hier explizit nur
durchsteckbare Technik bei dem Projekt, weil es einfach nachbausicherer ist und nicht so stressig ist. Sofern die Bauteile vorhanden sind. Größe spielt ja dann nicht so die Rolle. Was auch sehr schön ist, dort gibt es noch von dem Ulrich Radig einen Text zur Netzwerktechnik, werde ich auch mal verlinken. Wer sich da ein bisschen einlesen möchte in die Technik, was für Kabel, warum sind die Kabel so und so gestaltet, wo sind da die Schirmungen, was für Netzwerkschichten hat man dann im ISO-OSI-Schichtenmodell und alle möglichen Informationen, welche Geschwindigkeiten. Wir haben übrigens hier ein 10 Megabit, der ENC macht 10 Megabit. Dann gibt es dort eine wunderbare PDF bei dem Ulrich Radig, die kann man sich einfach mal, und wenn es nur so auszugsweise ist, durchackern. Das ist ganz interessant, wer sich damit beschäftigen möchte. Ja. Ja. Wir werden ja nachher noch etwas intensiver dort mit den IPs und MAC-Adressen und sowas gucken. Also mit den Innereien vom Chip selber werden wir nichts zu tun haben. Weil wie gesagt, da gibt es schon eine relativ gute Bibliothek, die wir fertig eigentlich nutzen dort. Ich weiß noch gar nicht, welche Demos ich so verwende. Das klassische Demo war halt ein ungearbeiteter Code von dem Macher, ich weiß gar nicht, wie er heißt, von dem TCP-IP-Stack für den Propeller-Chip. Würde ich vielleicht mit reinnehmen. Den schieben wir einfach zu Administrator und dann macht der Chip selber, ist ja ein Administrator angeschlossen, der ENC. Und der macht aus Administrator dann einen Webserver. Ja, also wir können das dann eine Webseite abrufen vom Hive. Vielleicht sollte ich da, es gibt da also für kleinere Projekte, wo man irgendwas schalten möchte oder irgendwelche Sensoren abfragen möchte und die per Netzwerk zur Verfügung stellen möchte. Ja. Meinetwegen auf einer Webseite oder auch in anderer Form. Gibt es also fertige kleine Projekte. Ja, da ist wirklich bloß der ein Propeller-Chip, der ENC. Und schon hat man da, was man möchte. Vielleicht verlinke ich das auch noch. Es gab da so eins, das hat dann, ich glaube, Wetterinformationen auf dem Fernseher dargestellt oder was. Ja. Also da wurde dann auch die Videofähigkeit von dem, war das, ich weiß gar nicht, die Videofähigkeit von dem Propeller-Chip verwendet. Ja, der hat dann aus dem Internet irgendwelche Wetterinformationen geholt und hat die halt einfach im Fernseher dann dargestellt. Kleines Projekt, die Platine hat dann in so eine kleine Blechdose von irgendwelchen Pfefferminz-Dragees gepasst. Ja, und da konnte man dann den Fernseher anschließen. War auch alles durchsteckbare Technik, wäre, da kann man sicherlich einiges machen. Ja, und dann natürlich unser IRC-Client, beziehungsweise FTP-Client, den wir hier haben. Da schauen wir dann mal nach und bringen den in die Gänge. So, Box ist drin, also die Fassung. Wunderbar. Was haben wir noch? Wir haben noch einen Jumper auf dem Schaltplan. Mal das nochmal schauen hier auf dem Schaltplan. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt so sieht. Und zwar direkt im Stromversorgungszweig. Ja, der ENC-Jumper. Damit kann man, im Normalfall machen wir jetzt einfach einen Jumper drauf. Und man kann dort aber auch, könnte dort theoretisch auch einen Schalter aufstecken,
mit einem kleinen Kabel und damit das Netzwerkinterface an- und abschalten, ja, zwecks Stromversorgung. Ja, wenn man dort ein bisschen sparen möchte, wenn man irgendwie mal ein Gerät hat, was batteriebetrieben ist, kann man Netzwerk, wenn man es nicht braucht, ausschalten, weil es doch vom Stromverbrauch her nicht unwesentlich ist. Ja, ich habe es mal gemessen, Zahlen habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Ja, den werden wir jetzt gleich mal einlöten. So. Wie immer werde ich natürlich wieder viel schneiden und vielleicht irgendwie im schnellen Vorlauf abspulen, weil das ganze Gelaber natürlich relativ uninteressant ist und auch die Lötarbeiten eigentlich gar nicht mehr so interessant sind. Ich denke, das war in den ersten Folgen interessanter. Zumindest für die Löteinsteiger. Um einfach mal zu sehen, wie es funktioniert. Und während ich hier so vor mich hin labere, bestücke ich es natürlich auch prompt falsch. So, aber jetzt richtig. Achso, zum Quarz noch. Wer so einen Quarz nicht findet oder sowas. Meiner ist ja hier schon ein Gebrauchter, den habe ich einfach irgendwo ausgelötet. Diese Quarze findet man, diese Grundtonquarze, und garantiert Grundton findet man auf allen alten Geräten, die irgendwas mit Netzwerk zu tun haben. Alte Netzwerkkarten oder alte Router, die der Blitz zerschlagen hat. Ja? Die der Blitz zerschlagen hat. Dort sind diese 25 MHz Quarze enthalten. Ja, einfach mal gucken. Die sind ja auch bedruckt. Und alte kaputte Motherboards sind auch oft so eine Quarz enthalten. Es ist ja leider so, dass man heutzutage kaum noch so Bastelmaterial auf irgendwelchen kaputten Geräten findet. Ja, weil in vielen Fällen ist es dann wirklich bloß 1, 2, 3 irgendwelche fetten Schaltkreise in irgendwelchen Ballgrid-Arrays verlötet, die man weder runterkriegt noch irgendwo anders wieder drauf. Ja. Und insofern ist das Eis überhaupt kein Bastelmaterial mehr. Sah in meiner Jugend anders aus. Aber das war dann die Zeit, da gab es noch Röhren, Radios und sowas. Und wenn man sowas mal als Kind so auf dem Schrott gefunden hat, das war hochinteressant. Also die haben wir dann immer zerlegt und da hatte ich tütenweise irgendwelche Bauteile, ganzen Widerstände, das waren ja noch richtig mit dicken Lötfaden und sowas, hat man gesammelt und man dachte, da kann man mal eine Mondrakete draus bauen oder was. Keine Ahnung. Oder diese riesen Drehkondensatoren da drin. Aber ich habe auch damals sowas gebastelt. Also ich habe damals wirklich auch mal ein Audion gebaut und damit Radioempfang gehabt. Ja, war eigentlich sehr schön. Und ein elektronisches Pendel. Das war mal so ein Projekt in der Schule, zumindest hier im Osten. Da gab es das immer, Messe der Meister von morgen. Und das gab es auch für die Kinder in der Schule. Und da wurden dann immer so eine Sachen ausgestellt. Und da habe ich das für die Messe da gebaut. Aus irgendwie so einem Baukastensystem. Das war so ähnlich wie Lego, aber auch wiederum anders. So, jetzt muss ich das erstmal verlöten, weil wenn ich hier vergesse, dass nachher und irgendwas nicht verlötet ist, wird das eine ziemlich wackelige Geschichte. Wieso? Temperatur ist eigentlich okay. Und das zumindest war Technik. Die konnte man durchaus noch weiter verwenden. Klar, damit könnte man heute ja nichts mehr anfangen, aber mein Audion,
den ich gebaut habe. Das war komplett aus irgendwelchen Bauteilen, die ich aus irgendwelchen alten Radios recycelt habe. Ja. Eine Flachbatterie dran und ein Kopfhörer. Und dann ging das los. Der liegt jetzt noch irgendwo rum. Und dürfte wahrscheinlich sogar auch noch funktionieren. Rein physikalisch. Praktisch weiß ich natürlich nicht, ob man da auf den Frequenzen überhaupt noch was empfängt heutzutage. Die sind ja nur dabei, das Analogradio mehr oder weniger abzuschaffen. So, unsere Buchse. Wie gesagt, nicht wundern, wenn hier ein Pin fehlt. Ja, das erste Mal, wie ich es ausgepackt habe, war ich auch etwas erschrocken. Ich dachte, Mensch, nicht, dass er abgebrochen ist irgendwie. Nee, er ist wirklich nicht belegt und in dem Schaltplan steht auch drinne, nicht elektrisch nicht verwendete Pins sind entfernt. Ja. So, gucken wir mal, ob es passt. Jawohl. Wunderbar. Fertig. Jo, unser Hive ist fertig. Wunderbar. So, jetzt bereite ich mal vor unsere Testprogramme und dann wollen wir mal schauen, ob unser Netzwerkinterface auch funktioniert. Ja, alles klar, bis gleich. So, liebe Freunde, ich habe jetzt umgebaut und ich habe es natürlich auch schon getestet. Es hat auf Anhieb funktioniert. Ich habe zwei Tests vorbereitet. Einmal, wie gesagt, testen wir, lassen wir Administra als Webserver laufen und bei dem zweiten loggen wir uns einfach per IRC mal irgendwo ein, stellen die IPs und sowas im Trios ein. Das können wir dann schon mit Bordmitteln machen. Diesen Webserver-Test, das ist ein separates Programmchen, was wir zu Administra schieben und das IRC ist hier im Trios schon drin. Ja, das haben wir ja an sich theoretisch schon installiert bei der Folge 7 oder sowas, ja, wo wir halt Regnatix in die Gänge gebracht haben. Dort haben wir ja dann letztendlich schon eine Trios-Version installiert. Ja? So, werden wir mal gucken. Schnell einen Schluck Kaffee. Okay, ich habe jetzt hier also. Ich muss mal mein Display rumdrehen, sonst sehe ich nichts. Ja, das den Kühlkörper noch anmontiert, nur angeschraubt, da ist ja nichts weiter dran. Übliche Geschichte hier. Ne? Jetzt haben wir hier nur noch ein Netzwerkkabel drin stecken. Man sieht auch sofort, ob es funktioniert, wenn wir anschalten. Ja? Leuchtet dann hinten die grüne LED bei einem Connect. Wenn alles sauber funktioniert, leuchtet hinten eine grüne LED. Auf dem Bildschirm ist jetzt natürlich erstmal nichts. Ich habe das Kabel steckt hier in einem Switch drin und ist an meinem internen Netzwerk angeschlossen. Mit den IPs gucken wir dann nochmal. Ja? Hier unten, nur mal so zum Zeigen, hier ist mein Switch. Oder hier habe ich mir mal schnell einen Switch hingestellt, damit ich hier ein bisschen hantieren kann. Ja, wenn ich jetzt den Hive ausschalte, sieht man auch sofort, Connect geht verloren. Ja, ich schalte mal wieder an. Und man sieht, auf Kanal 4 erscheint unser Hive. Ja. So, dann wollen wir mal aus unserem Gerät hier einen Webserver machen. So, neues Testprogramm. Habe ich Netzwerk? Jawohl, habe ich. Wir haben jetzt, ich hoffe, das ist groß genug jetzt hier. Ich wüsste es gar nicht. Sieht man nicht. Kann man das vergrößern? Ach so, nur die Symbole, das ist natürlich doof. Naja, gut, müssen wir mit leben. Wir haben jetzt Schritt 9, Netzwerkinterface. Ja, also das Testpaket wieder neu holen, da ist jetzt was dazugekommen. Und dort haben wir einen Test drin, 9.1 LAN Webserver. Und wie gesagt, der andere Test ist ja in dem installierten Trios an sich schon enthalten.
Ja? Wir beschäftigen uns aber jetzt erstmal mit dem Webserver. So, und zwar gibt es dort eine Start-Webserver-Spin. Die hole ich mir mal rein, am besten im Propeller-Tool. Kann man das besser erkennen von der Optik. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf die Innereien dort eingehen. Erstens mal habe ich mich mit dem TCP-IP-Stack auch noch nicht so sehr intensiv beschäftigt. Das ist Punkt 1. Punkt 2, es ist halt sehr umfangreich. Das muss man so sagen, wie es ist. Und da muss man sich schon ein bisschen genauer auseinandersetzen. Aber wir müssen reinschauen, weil wir müssen noch einige Einstellungen vornehmen. Und zwar müssen wir eine MAC-Adresse einstellen, wir müssen eine IP-Adresse einstellen, IP-Subnetz, also diese Netzwerkmaske, ein Gateway und ein DNS. Ja. Zu den Hintergründen ist es vielleicht wirklich ganz gut, nochmal von Ulrich Radig diesen Text einfach mal ein bisschen quer zu lesen. Ja. Nur mal in Kürze, diese MAC-Adresse ist eine eindeutige Adresse, die, die jedes Netzwerk-Device irgendwo weltweit hat. Ja. Man sieht das öfters bei Routern oder bei Netzwerkkarten, ist das auf der Rückseite, die MAC-Adresse auch abgedruckt. Man kann es auch im Windows oder bei anderen Systemen oder Linux natürlich auch, beim Mac weiß ich nicht genau, mit diversen Kommandos oder Kommandostelle die MAC-Adresse von den Devices abfragen. Ja, und die ist wirklich, das sind alle Netzwerkkarten, die es weltweit gibt, durchnummeriert. Ja. Da gibt es natürlich das Konsortium von Netzwerk-Interface-Herstellern, hat sich da natürlich irgendwo abgesprochen. Wir haben jetzt natürlich keine eindeutige MAC-Adresse. Hier ist jetzt einfach mal im Quelltext eine sehr hohe eingestellt. Und bei dem anderen System im Trios ist es so, dass der Jörg dort einfach eine alte Netzwerkkarte genommen hat, die MAC-Adresse verwendet und hinten, das ist eine sehr, sehr alte Netzwerkkarte gewesen, die ist ja jetzt außer Betrieb, ja, und die anderen Karten dürfte es wohl einfach auch nicht mehr geben, ja, das ist sehr unwahrscheinlich und den hinteren Teil, es wird dann einfach aus der Hive-Nummer in seinem System eine unique, eindeutige MAC-Adresse gebildet. Hier geben wir jetzt einfach mal eine sehr hohe ein. Das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt zweimal dieselbe haben. Wenn man jetzt natürlich zwei Hives im selben Netzwerk hat, muss man natürlich verschiedene MAC-Adressen einstellen. Ja? Also, ansonsten, also so eine Fehler, wenn MAC-Adressen doppelt sind im Netzwerk, sind das sehr schwierig zu finden. Da kann man sich ganz schön um den Hosenboden setzen. So, das ist die Nummer, die weltweit eindeutig ist. Ja, hier haben wir dann die IP-Adresse aus einem privaten Netzwerkbereich und die Maske dazu. Die IP-Adresse ist ja im Kern eigentlich eine 32-Bit-Nummer. Ja, also es ist eine 32-Bit-Zahl, wobei sie geschrieben wird immer in Byte-Blöcken. Ja, jeder Block kann ja, der IP-Adresse kann ja von 0 bis 255 sein, das ist ein Byte, sind dann 4 Bytes, sind 32 Bit. Und dann gibt es passend dazu eine Netzwerkmaske. Diese Netzwerkmaske, mit der wird intern der Netzwerkteil und der Hostteil getrennt. Ja, jedes Netzwerk, wenn ich zum Beispiel zu Hause ein Netzwerk habe mit meinem eigenen Router, meinetwegen eine Fritzbox oder ein Speedport oder sonst irgendwas, ist ja ein privates Netzwerk und dieses Netzwerk hat eine Nummer. Und die alle Hosts innerhalb dieses Netzwerks sind durchnummeriert. Ja, jetzt muss natürlich jeder gucken, was hat er denn zu Hause. Wenn wir jetzt so ein Device mit reinbringen wollen in unser eigenes Home-Netzwerk, müssen wir natürlich wissen, was haben wir denn für eine IP im eigenen Netzwerk. Moderne Geräte, wie jetzt zum Beispiel ein Notebook oder ähnliches, holen sich die Adresse natürlich automatisch vom Router per DHCP. Der Hive kann es nicht, dort müssen wir es von Hand einstellen. Ja, wie kriegt man es raus, was man hat? Man kann jetzt zum Beispiel einfach mal eine Kommandozeile aufmachen und dort mit ipconfig sich die eigene Netzwerkadresse abfragen. Ja, hier habe ich ich bin ja jetzt hier mit dem Notebook per WLAN verbunden, ja, und mein WLAN-Device hat jetzt die 192.168.1.198. Das ist die Adresse von meinem Netbook, den ich jetzt hier stehen habe.
Hier unten sehen wir das Gateway und hier sehen wir die Maske und hier unten sehen wir das Gateway. Das heißt, das ist in dem Falle mein Router. Ja, das ist die 1.200 hinten. Ja. Typische Werte sind so, wenn man eine Fritzbox hat und nichts verändert hat, ist die, das Netzwerk hat dann die Adresse 192.168.178.x und x steht dann für die Hosts, die man im Netzwerk hat. Ja. Und wenn man ein Speedport hat, ist es in der Regel 192.168.2.x. Ja. Muss man gucken, was man hat. Und ich habe natürlich bei meinen Geräten hier in der Regel auch bis auf die WLAN-Geräte, die bekommen per DHCP ihre Adresse, alle anderen Adressen fest eingestellt. Insofern kenne ich sie. Und ich gebe einfach meinem Hive hier in dem Falle die Hostadresse 235. Also insgesamt dann 192.168.1.235. Ja, damit, oder der IP wäre dann der Hive, wenn ich das rüberschiebe, hier im Netzwerk erreichbar. Maske noch anpassen, das muss jeder für sich anpassen, ja, in diesem Quelltext. Dann hier das Gateway und DNS. DNS wird eigentlich nicht verwendet momentan, ja, aber Gateway ist ein wichtiger Punkt. Ja, alles, was nicht im Netzwerk ist, wenn es jetzt um irgendwelchen Verkehr geht, der nach draußen ins Internet geht, der wird über das Gateway abgewickelt. Ja. So, das stellen wir einfach ein. Man kann auch, wenn man sich jetzt nicht so klar ist, kann man sich einfach mal so einen Netzwerkscanner nehmen. Ja, also es gibt ja so eine Programme, ich habe ich sowas drauf, hier Service, Multiping, Netzwerk, bla bla bla, Superscan zum Beispiel. Ja, dort könnte ich jetzt von Netzwerk ...1.1 bis 1.254 gucken, was habe ich im Netzwerk. Ich sage jetzt mal, mach einfach nur einen Ping. Dort werden wir den Hive allerdings nicht sehen, weil der Hive momentan der TCP-IP-Stack nicht auf ICMP-Pakete, also Ping-Kommandos dort antwortet. Ja, und dann kann man mit so einem Scanner einfach mal gucken, was habe ich im eigenen Netzwerk. Man darf natürlich so eine IP dann eben einfach nicht doppelt belegen. Darum geht es. Ja. Also es darf nicht noch ein Gerät geben mit der IP 192.168.1.235, wenn ich diese IP jetzt meinem Hive vergebe. Ja, darum geht's. Kann man mal so einen Scanner loslassen und hier sehen wir, was wir so alles haben. Ja, mein Arbeitsrechner, mein Netbook. Das ist mein Server. Also Router und Server. Ja, und so kann man dann gucken, was man so im eigenen Netzwerk hat und kann dann schauen, ist denn die IP, die ich meinem Hive verpasse, frei. Ja? Okay, wir haben jetzt hier in dem Beispiel haben wir eine IP, die 235. Ja, und mehr müssen wir jetzt hier nicht einstellen. Speichern wir ab. Ist schon gespeichert. Und jetzt müssen wir schauen. Wichtig, unser DIP-Switch muss auf Administra stehen. Ja, weil wir schieben es ja in den Administra-Chip rein. Der kümmert sich ja dort um das Netzwerk. Ich mache das jetzt einfach mal mit F10. Schieben wir das mal rüber. Oder macht unser Hive ein Reset, das ist klar. Wird es in RAM geladen mit F10, nicht geflasht. Jetzt haben wir hier keine Reaktion mehr auf dem Bildschirm. Jetzt zeige ich hier bloß das Hive-Logo an, weil Administra ist jetzt nur Webserver, mehr nicht. So, wie können wir das jetzt abrufen? Wir haben jetzt hier, haben wir drinnen gesehen, gibt es eine Index.htm. Das ist genau jene HTML-Datei, welche wir jetzt über diesen Webserver abrufen können. Und dafür starten wir jetzt einfach mal einen Browser. Ich habe hier einen Chrome. Das machen wir jetzt einfach mal. Dauert einen kleinen Augenblick. Ist nicht der schnellste, der Netbook. So, da saust du erstmal zu Google. Lassen wir ihn. Google muss ja auch wissen, was wir heute tun. So, und jetzt geben wir eine neue Adresse ein. Mit dem Protokoll HTTP Doppelpunkt slash slash. So, und dann unsere IP 192.168.1.235, die IP von unserem Hive. Jetzt schauen wir mal, ob er uns was liefert.
Und da ist das Hive Ethernet Demo. Ist in der Webseite, ist nicht viel, das ist einfach nur ein bisschen Text hier. Ja, die technischen Parameter vom Hive. Und das war's. Ja, also wir sehen, unser Netzwerkinterface funktioniert. Ja, wir können dort Daten abrufen. Und in dem Moment, wo wir hier eine Webseite abrufen, findet ja auch schon ein bidirektionaler Datenverkehr statt. Ja, also der Browser fragt ja an beim Hive, hast du eine Webseite auf Port 80? Und der Hive sendet dann mal zurück, ja, habe ich. Und dann sendet er die HTML-Daten und dann ist das ja so ein Hin und Her, ja, im Datenaustausch. Also es funktioniert wirklich bidirektional jetzt schon. Okay, das war jenes welches Demo. Ja. Man kann das hier auch nochmal schauen im Quelltext. Man sieht hier am hinteren Ende, der Großteil steckt natürlich in diesen Bibliotheken drin. Ja. Aber der Code selber für den Webserver ist natürlich sehr klein eigentlich. Und ganz hinten wird hier diese index.htm eingebunden. Ja, das ist unsere Webseite. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Machen wir hier einfach mal klein. So, index.htm öffnen mit Editor. Und das ist unsere Webseite. Ja, einfach stinknormaler, primitiver HTML-Code. Den liefert jetzt unser Webserver aus. Ja. Wie gesagt, über so eine Schiene könnte man jetzt auch irgendwas schalten mit M-Propeller und so einem Netzwerkchip. Irgendwas schalten, irgendeinen Sensor abfragen, der dann hier auf der Webseite irgendwas einblendet. Ja, sowas geht. Okay, nun zum zweiten Test. So, für unseren IRC-Test, also das Demo, um weiter das Netzwerkinterface zu testen und auch mal um zu schauen, wie das unter Trios läuft, habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier wieder das Trios in die Gänge gebracht. Habe jetzt auf dem Netbook parallel dazu noch einen IRC-Client installiert, sodass wir miteinander chatten können übers Netzwerk. Ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob im Kanal jemand anwesend ist. In der Regel ja Yeti, aber der guckt ja auch nicht nun minütlich dorthin, was dort los ist. Ja, dass wir dort sehen, wie das funktioniert. Ja, okay, legen wir das. So, stoppen wir den Hive. Und auf dem Netbook bin ich schon quasi online. Ja, habe mich schon eingeloggt. Für den Test verwende ich den Server germanelite.net, den IRC-Server. Dort gibt es auch einen Kanal für den Hive extra. Ja, insofern bietet sich das an. Stören wir auch niemanden. Okay. Das Erste, wir müssen jetzt natürlich im Trios ebenfalls Einstellungen vornehmen für die IPs. Ja. Dafür gibt es jetzt ein Kommando, ipconfig, direkt auch auf dem Hive. Ich habe das jetzt hier schon getan. Wir gucken uns das mal an, ipconfig mit /?, können wir uns die Parameter anschauen. Er sagt jetzt natürlich, Administrator stellt keine Netzwerkfunktion zur Verfügung, bitte ADM-Net laden. Klar, Administrator hat in der Standardkonfiguration, wenn wir jetzt anschalten, keinen Netzwerkcode drin. Ne? Laden wir einfach einen passenden Code, ADM-Net. Klack, und jetzt ist unser Netzwerk aktiviert und mit /? Können wir uns mal anzeigen lassen. Was können wir da tun mit diesem Kommando? Ja, man kann jetzt mit den diversen Parametern /a und dann die IP-Adresse hinten an die IP-Adresse setzen, die Maske setzen, Gateway setzen, DNS-Server setzen, Boot-Server setzen und die Hive-ID setzen. Das ist die Nummer, die ihr als Seriennummer quasi bekommen habt mit eurem Gerät. Ja, und aus dieser Nummer wird dann eine eindeutige MAC-Adresse gebildet. Steht auch einiges dazu im Trios unter Dokumentation, hat Jörg einiges zu diesen Parametern und MAC und allem drumherum geschrieben. Es gibt dann zwei Anwendungen dafür.
letztendlich FTP und diesen IRC-Client. Ja. Und einige Sachen sind momentan noch nicht in Verwendung. Der DNS-Server zum Beispiel, DNS-Abfragen werden momentan noch nicht unterstützt. Ja. Also wir müssen hier mit blanken IPs arbeiten. Ja. Der Boot-Server wird genutzt als Standard-Server für den FTP-Client. Also wenn Downloads gemacht werden, dann macht er das standardmäßig von diesem Server, also von dieser IP. Ja. Okay, ich habe das jetzt natürlich schon eingestellt. Gucken wir mal, ob es noch stimmt. Mit slash L können wir uns das anzeigen lassen. Tun wir einfach mal. Bei Geräten, also bei diesen neueren Boards, wo wir einen Realtime-Clock drauf haben, wird das im Flash gespeichert von dem RTC. Bei Geräten, die keinen Flash haben, wird es in einer Datei gespeichert, die unter System liegt. Also es geht auf allen Geräten, ja. Er hat es jetzt hier im Flash schon gespeichert. Wir sehen hier wieder unsere 1.235 als Hostadresse für unseren Hive. Ja, die passende Netzwerkmaske. Wir haben hier Gateway und DNS sitzt auf meinem, zeigt auf meinem Router. Bootserver habe ich jetzt nichts eingestellt. Und meine Hive-ID ist 235. Ja. So, und damit können wir, FTP hatte ich jetzt nichts zum Testen. Kann man aber auch selber mal machen, indem man einfach auf seinem PC meinetwegen einen FileZilla FTP-Server installiert. Das ist ja keine große Kunst. Und dann vom Hive aus Dateien downloadet. Ja, das kann man machen. So, wir starten aber unseren IRC-Server. Client, meine ich. Jo, er initialisiert. So, und dann müssen wir ebenfalls einige Einstellungen vornehmen. Man bekommt hier übrigens mit der Taste F1 eine Hilfe über diverse Kommandos. Man sieht hier mit F2 bzw. dem Kommando slash set können die Einstellungen vorgenommen werden. Das müssen wir jetzt auch mal machen. Einmalig speichert er sich in einer Datei ab, die irc.cfg im Systemverzeichnis. Ja? So, und jetzt machen wir F2 drücken und dann kommt der Konfigurationsdialog. Hier geben wir die IP an von unserem IRC-Server. Da DNS nicht funktioniert, momentan, können wir jetzt natürlich nicht den DNS-Namen eingeben, irc.germanelite.net, sondern wir müssen die IP von diesem Server eingeben. Wie kriegt man das raus? Wie kriegt man die IP raus? Im einfachsten Falle macht man sich auf irgendeinem Rechner mal eine Kommandozeile auf. Können wir ja mal schnell machen hier. So. CMD. Ist ja vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste, das mal zu probieren. So, und jetzt machen wir einfach, geben wir ein Ping-Kommando auf den Server irc.germanelite.net. Nett. Kann ja auch ein anderer IRC-Server sein, es gibt hier sehr viele. Und dann löst unser Rechner das auf. Man kann auch ein NSLookup machen oder ähnliches. Aber mit dem Ping geht das auch, da sieht man gleich, ob er online ist. Ja. Und wir sehen hier unsere IP. Hat sich in der Zwischenzeit sogar schon wieder geändert. Ja. Wir sind wahrscheinlich auch mehrere Server. Ja. Jo, machen wir hier weiter. Das ist also unsere IP-Adresse von unserem IRC-Server und mit Doppelpunkt getrennt dann das Port, auf welchem er lauscht. Für das der IRC-Server, da laufen ja wahrscheinlich noch andere Server auf der IP. Ja, also andere Dienste. Ja. Okay, das besteht immer so. Passwort geben wir jetzt nicht ein. Nickname, klar habe ich meine Drohnennummer hier eingegeben, Username, Channel. Bei vielen IRC-Servern kann man sich dann gleich auf irgendeinen Kanal einloggen. Das funktioniert hier jetzt aber leider nicht mit dem German Elite-Server. Deswegen lasse ich den Channel einfach weg. Wir loggen uns dann nachher mit dem Join-Kommando ein. Ja, und die Borst-Konfiguration ist gespeichert. Und jetzt können wir gucken nochmal an die Hilfe, mit F3 können wir uns mit dem Server verbinden. Diese Einstellung behält er jetzt übrigens auch.
Also das müssen wir nur einmal einstellen, wenn wir das später starten, sind die ja eine CFG-Datei drin, dann übernimmt er die. Ja? So, und dann brauchen wir eigentlich nur F3 drücken. Und dann schauen wir mal, ob er sich verbindet. Ja, ja, verbunden, warte auf Bereitschaft, sende Nickname und Benutzerinformationen. Und jetzt geht das hier los. Ja? Jawohl, da kommt er. John Lita. So, da sind wir. Wir sind jetzt online auf dem Server. Wir könnten uns jetzt eine Liste von den Channels angeben lassen. Wie geht denn das überhaupt? Keine Ahnung. Private mit Server-Einstellung, Nickname, Kanal verlassen. Was nicht mit /List oder sowas? Ich weiß es nicht. Probier's mal. Sind das jetzt die Channels? Ich kenne mich da ehrlich gesagt zu wenig aus. Aber sieht so aus, ja. Nützt einem jetzt natürlich nichts da unten drinnen. Ja. Wenn man jetzt so einen langen Text nochmal querlesen möchte, wie jetzt hier in dem oberen Bereich, weil jetzt kam er hier, ja, hier oben steht so, /List, zeigt eine Liste mit den vorhandenen Channels an. Jetzt ist das Fenster natürlich relativ klein hier. Ja, das ist insofern jetzt nicht wirklich zielführend. Ja. Wenn man das hier oben nochmal lesen möchte, mit Tabulator-Taste kann man hier zwischen den drei Fenstern wechseln. Ja, jetzt sind wir in dem Fenster hier oben. Und jetzt kann man mit Cursor hoch und Cursor runter, kann man hier nochmal scrollen und kann sich diese ganze Geschichte hier auch nochmal in Ruhe durchlesen, was es hier gibt und was hier irgendwo erzählt wird. Auch später, wenn man so einen IRC-Server vielleicht einfach mal ein paar Stunden laufen lässt, ist ja dann vielleicht mal interessant, was wurde so geschwatzt in dem Channel. IRC lebt ja eigentlich dann mehr davon, dass ich ständig so ein IRC-Client laufen habe und dann mal gucke, was so über den Tag los ist. Ja. So, wir sausen jetzt in unseren Kanal mit dem, ach so, jetzt müssen wir wieder in unsere Eingabezeile mit Join Channel Hive. Ja. Jawohl. Und wer jetzt aufgepasst hat, der hat gesehen, dass hier drüben schon eine Reaktion kam auf dem anderen Client. Drohne 235 ist in den Kanal beigetreten. Ja, man sieht hier auch, ich bin über Kabel Deutschland drin. Ja. Hier auf dem Rechner bin ich jetzt nicht als Drohne 235, sondern als DR235 drin. Ja. Man sieht das hier auch. Hier zeigt er beim Einloggen dann die Liste von den Leuten, die online sind. Das bin ich selber auf dem Hive. Dann hier auf meinem Netbook, hier ist The Lizard noch irgendwo onboard, online, Logbot und Yeti. Sieht man jetzt hier nicht. Ja. Hier dieser Windows Client, der hat hier noch eine Benutzerliste und hier sieht man Yeti und Yeti und Logbot sind hier online. Ja, alles klar. Und jetzt können wir hier chatten. Ja, ich gebe das, nehme das mal einfach in die Übersicht. Wir geben mal auf dem Hive ein Hallo. Jetzt wird es durchs Internet, über diesen IRC-Server gesendet und erscheint hier natürlich auf unserem Netbook. Ja, hallo. Und ich tackere jetzt mal was an dem Netbook hier ein. Ja. Hallo. Echo. Und sende das mal ab und wir werden sehen, das kommt hier gleich beim Hive an. Es gibt dann auch eine entsprechende akustische Rückmeldung. Ja. Und was ich auch lustig fand, hier dimmt dann diese LED, das in eine eingehende Message gekommen ist. Ja, also man sieht gleich an der LED, ist irgendwas passiert in dem Channel. Ja, und jetzt kann ich hier natürlich lustig lang hin chatten. Okay. Jo, funktioniert. Ja, also IRC, Peer, Hive,
schmucke Sache. Man kann sich also wenigstens den Hive noch als letztendlich dann als IAC-Client verwenden. Ja, liebe Freunde, damit sind wir am Ende der Geschichte angekommen. Ja, es ist jetzt, zwar hat unser Hive noch kein Gehäuse, aber das bleibt ja mehr oder weniger jedem selber überlassen. Ja, das Board selber ist fertig. Ja, und wenn man es Revue passieren lässt über die 12 Folgen, ist der Aufbau doch, geht relativ schnell für so ein Gerät. Auch wenn die Folgen jetzt sehr lang sind, aber das hängt natürlich mit den ganzen Erklärungen und zusammen und weil wir alles sehr, sehr ausführlich dort gemacht haben. Ja, und wie man auch sieht, ist es sehr nachbausicher. Ja, also wenn man sich da nicht vertut und da ein bisschen Sorgfalt walten lässt bei der Bauteilbestellung, dass man da keine Fehler macht, ist doch sehr nachbausicher. Ja, es gibt da nichts, wo man irgendwas noch einstellen muss oder abgleichen oder sonst irgendwas. Man lötet zusammen und kann das wirklich stückweise machen, kann bei jeder Baugruppe einzeln Fehler suchen und damit dann auch alles so ein bisschen eingrenzen. Ne? Ja, damit ist das Tutorial eigentlich jetzt durch. Schöne Sache. Es werden sicherlich noch Sachen folgen. Ja, also ich denke mal, ich mache nochmal eine extra Folge zum Trios und zum Plexus und vielleicht auch was zum Basic. Da muss ich erstmal selber mich mit dem Basic ein bisschen auseinandersetzen. Und natürlich Richtung Mental einiges, da kommt sowieso was, weil es mir halt auch Spaß macht. Ja, bleibt mir jetzt nur, mich zumindest bezüglich dem Tutorial jetzt erstmal zu verabschieden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es bauen viele nach. Und ich hoffe, es macht vielen so viel Spaß, wie es eigentlich auch mir Spaß macht, das Gerät. Ja, darum geht's. Und ja, also bis demnächst in diesem Kino. Ciao, ciao.